Was geht, Leute? Der Lenny wieder mal hier. Wie ihr, die mir auf Twitter, Facebook und Instagram folgen, wisst, war ich Ende Juni in Frankfurt im Nintendo of Europe Headquarter eingeladen, das Post-E3-Event zu besuchen und vor Ort als einer der wenigen Glücklichen unter anderem Pokémon Schild und Schwert anzuzocken. Wieder meine Ankündigung, danach zu erzählen, wie es so war, kam danach irgendwie nichts. Das stimmt. Aber woran liegt das? War es so krass umwerfend, dass es mir die Sprache verschlagen hat? Nein, leider nicht. Dann war es doch sicher aber so furchtbar, dass ich es einfach nur noch vergessen und totschweigen wollte, oder? Nein, auch das ganz bestimmt nicht. Das Problem war, es war so unfassbar wenig zu sehen, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte, was ich euch erzählen soll. Nichts von dem, was man dort zu sehen bekam, war auch nur ansatzweise neu. Naja, kaum etwas. Immerhin scheint man Pokémon Schild und Schwert nun endlich auch mit dem Pro-Controller spielen zu können. Das ist erwähnenswert, da das bei Let's Go nicht der Fall war. Und ich muss sagen, es spielt sich damit wirklich gut. Der grafische Eindruck und die Atmosphäre erinnern stark an die Vorgänger Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli. Und auch die musikalische Untermalung ist wieder sehr orchestralisch. Aber was haben wir denn nun eigentlich zu sehen bekommen? Die Demo war zeitbegrenzt auf 7 Minuten. Alles, was nach diesen 7 Minuten passierte, wurde eiskalt weggecuttet und man wurde gnadenlos zurück in den Hauptbildschirm katapultiert. Und ja, das erwähne ich so harsch, weil es sich wirklich so angefühlt hat. Die Demo-Passage fand bedauerlicherweise nicht wie auf der E3 in der Naturzone statt, sondern in der Wasserarena. Man kam rein und musste einen Rätselweg lösen, um zu Nessa zu gelangen, gegen die man auch schlussendlich kämpfen durfte. Die Wege zu ihr wurden von Wasserfällen blockiert, die man mit unterschiedlich farblichen Schaltern an- und ausschalten musste. Kein Hexenwerk, aber dennoch irgendwie ganz cool gemacht. Währenddessen sammelte man auch etwas Kampferfahrung gegen die NPCs im Gebäude. Mein Team bestand aus den 3 Startern plus Kramor, Wolli und Jumper. Nichts also, was man nicht schon kennt. Die Standardkämpfe waren ganz cool, nicht super abgefahrenes, aber Pokémon-like. Was in der Demo gefehlt hat, waren allerdings die Items im Kampf. Ich schätze mal, die werden noch hinzugefügt. Man hat bisher auch noch keinen Beutel gesehen oder keine neuen Items, was wohl der Grund dafür sein wird, dass sie in der Demo nicht im Kampf einsetzbar waren und ich auch nicht in ein Pausemenü konnte. Die Textboxen und die Menüoberfläche haben mir in den Trailern und Präsentationen ein wenig Sorgen bereitet. Sie sind definitiv schlichter und eckiger als in den vorigen Spielen und ich hatte etwas Angst, es würde zu platt aussehen. Beim Spielen ist es mir persönlich allerdings nicht negativ aufgefallen. Es wirkt ein bisschen moderner und glatter dadurch. Geschmackssache, ob einem das gefällt oder man doch eher zu den Farbverläufen aller Sonne und Mond tendiert. Dann endlich kam ich bei Nessa an und muss sagen, dafür, dass die Halle scheinbar ausverkauft ist, war die Crowd-Atmo sehr verhalten. Ich weiß nicht, ob es an den schlechten Kopfhörern lag oder das Spiel sehr leise gestellt war oder ob hier atmosphärisch noch mehr zu holen sei. Mal auf die Vollversion warten. Dann mein erstes Mal Dynamax und oh boy, da muss man sich echt etwas einlesen. Es ist nicht einfach nur ein Kampf der Giganten, hier ist Strategie gefragt. Ich fand's nicht easy und ich habe bei 2-mal Spielen auch nicht ein einziges Mal geschafft, Nessa vor Ablauf der 7 Minuten zu schlagen. Etwas verwirrend war, dass Dynamax-Pokémon insgesamt 4 Attacken konnten, von denen aber die erste und die dritte und das zweite und das vierte gleich hießen, diese aber alle unterschiedliche Werte hatten. Ich schiebe das mal fürs Erste auf die Demo, aber ich hoffe, das bleibt nicht so, denn sonst fände ich das ziemlich schwach. Dafür sahen die Dynamax-Animationen sehr gut aus und die Kämpfe gewinnen dadurch definitiv an Intensität. Vielleicht keine Intensität 10, aber eine Intensität 7 auf jeden Fall. Und das war alles. Mehr gab es nicht. Ich bin nicht wirklich enttäuscht, ich hatte mir aber dann noch etwas mehr erhofft. Zum Beispiel mal die Welt von außen statt nur in einem Gebäude. Aber wer weiß, was bis zum November noch alles geht. Ich halte euch auf dem Laufenden. Gefiel euch, was ihr gesehen habt? Meinungen, Ansichten und Kommentare wie immer unten in die Kommentarbox. Auf dem Weg dorthin kommt ihr an meiner Videobeschreibung vorbei. Dort gibt es auch einmal sämtliche Links zu meinen sozialen Netzwerken. Ich bin sogar wieder mehr auf Facebook aktiv für alle Facebook-Veteranen dieser Welt unter euch. Folgt mir auf Twitch. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Video sehen wir uns wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.